Wenn man etwas hässlichere trigonometrische Gleichungen lösen will als die, die wir im letzten Kapitel hatten, stößt man allgemein immer auf eine Problematik beim Taschenrechner oder beim Computer, je nachdem, womit man die Gleichung lösen will. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Wir haben eine trigonometrische Gleichung. Die könnte vielleicht irgendwie so aussehen. Wenn ich mir jetzt erstmal überlege, wie groß ist meine Periode? Wenn ich zum Beispiel die Y-Achse hier betrachte, die ist kurz nach dem Hochpunkt. Der nächste Punkt kurz nach dem Hochpunkt könnte hier irgendwo sein. Das heißt, meine Periode geht beispielsweise von der Y-Achse bis dahin. Man könnte auch vom Tiefpunkt bis zum Tiefpunkt gehen. Und jetzt betrachte ich mal, wo hat diese Funktion Nullstellen? Es gibt ja zwei Nullstellen. Und jetzt kommt das Besondere, also die Problematik. Je nachdem, welche Gleichung Sie gegeben haben und je nachdem, welchen Taschenrechner oder welches Computerprogramm Sie verwenden, kriegen Sie im Normalfall nur eine der beiden Gleichungen raus. Das heißt, ein großes Problem ist es oftmals, wie kriege ich die zweite Lösung, wenn ich nur eine Lösung gegeben habe. Das heißt also konkret, nehmen wir mal an, Sie haben eine Gleichung gegeben, tippen das in den Taschenrechner ein und kriegen eine Lösung raus. Sie wissen aber sicher, es muss noch eine zweite geben, weil Sinus, Cosinus Funktionen im Normalfall entweder zwei oder keine Lösungen haben. Das heißt, wir werden jetzt also hier die Prozedur machen, wie gehe ich vor, um die zweite Lösung rauszukriegen, innerhalb von diesem Intervall. Und wenn ich diese beiden Lösungen in dem Intervall einer Periode habe, die Nullstellen im Intervall der nächsten Periode, die sind ja einfach. Ich zähle zu jeder Nullstelle einfach beliebig oft Periodenlänge dazu und kriege alle anderen Lösungen. Das heißt also, nochmal wiederholend, wir machen Folgendes. Ich habe eine Lösung innerhalb einer Periode gegeben, suche die zweite Lösung, das ist das Schwierigste, und das Einfache, was danach kommt, die Nullstellen so hin und her verschieben, dass ich eventuell Nullstellen aus einem anderen Intervall habe oder meinetwegen beliebig viele. Ich werde Ihnen jetzt erstmal eine stupide Vorgehensweise anschreiben, mit der Sie wahrscheinlich nicht viel anfangen können, aber wahrscheinlich anhand von Beispielen wird es nachher klar werden. Also, im ersten Schritt, egal ob es gefragt ist oder nicht, bestimmen wir die Periode der Funktion. Wir brauchen es nicht immer, aber es ist oft hilfreich und sehr einfach. Im zweiten Schritt lösen wir nach Sinus irgendwas oder Cosinus auf. Das heißt, wenn wir also eine Gleichung haben, so 30 mal Sinus von egal was gleich minus 17, teile ich durch 30, so dass mir nur noch steht Sinus von irgendwas gleich Zahl. Wenn ich das habe, substituiere ich. Ich sage also immer, das Argument, also das Innere der Klammer, nenne ich U. Also U ist mein Argument. Im vierten Schritt, da bestimme ich jetzt erst die zweite Lösung. Und zwar kriege ich die zweite Lösung im ersten Schritt nicht gleich von X, sondern ich kriege erstmal immer nur eine Lösung von U. Das heißt, hiermit kriege ich mein U1 mit dem Taschenrechner. Sie werden sehen, sehr einfach. Und das U2, das hängt jetzt davon ab, ob ich einen Sinusterm oder einen Kosinusterm habe. Wenn ich einen Sinusterm habe, dann ist mein U2 immer Pi minus U1. Habe ich einen Kosinusterm, ist mein U2 immer minus U1. Im fünften Schritt arbeiten wir uns jetzt wieder rückwärts. Das U habe ich, jetzt gehe ich wieder zurück aufs X. Das heißt, jetzt kommt eine Resubstitution. Und im sechsten Schritt schaue ich jetzt einfach die X-Werte, die ich erhalten habe. Muss ich die irgendwie noch um Vielfache von Perioden nach links oder rechts verschieben?
Das heißt, da schreibe ich einfach nur x ins gewünschte Intervall verschieben. Gewünschte Intervall verschieben. Das Ganze machen wir jetzt anhand von ein paar Beispielen und da hoffe ich mal, dass Sie dann damit klarkommen.